Auf dem Weg zurück. Benny Rosenberger befindet sich nach seiner schweren Knieverletzung im Aufbautraining und arbeitet mit Reha-Trainer Florian Meyerhofer intensiv an seinem Comeback. Dem 22-Jährigen geht es von Tag zu Tag besser. Derzeit stehen auf allem Einheiten in der Kraftkammer am Programm. Ja, eigentlich läuft es jetzt super. Also noch kleine Rückschläge zwischendurch. Bin jetzt auf einem Weg, ja, wo es einfach wieder vorangeht. Der Flo arbeitet super mit mir und ja, bin schon froh, wenn ich wieder am Falkenhorst auflaufen darf. Seit einer Woche bin ich jetzt im Lauftraining, also beginne langsam und so in der Kraft komme eigentlich das meiste. Mache ich schon, ja. Also auf einem guten Weg. Das ist ja leider nicht die erste schwere Verletzung, was du erlitten hast. Und, ja, wie gehst du damit um? Wie schaffst du das, dass du dann nicht mehr aufstehst? Ja, ich glaube, ich habe schon mehrere Rückschläge in meinem bisherigen Leben gehabt. Bin immer gut zurückgekommen, habe immer die positiven Dinge gesehen und jetzt in dem Fall muss ich auch an Verein und der Mannschaft ein großes Kompliment machen, einfach mit Kleinigkeiten haben sie mir einfach sehr viel Liebe geschenkt und einfach auch gezeigt, wie wichtig ich für sie bin und das ja, hat mir einfach Kraft gegeben, dass ich so schnell wie möglich zurückkommen will. Wie ist es für dich, wenn du wieder am Trainingsplatz bist? Ja, es ist ein wunderschönes Gefühl, also Spiele anschauen tut mir schon weh, muss ich sagen, also ich vermeide es, weil ich einfach gern wieder dort stehen will und jeden Tag an das denke, aber ja, es ist schon schön, wenn man wieder die Wiesen riechen kann dann. Ja. Ja, Flo, was meinst du, wie geht's ihm, Benny? Wie weit ist er schon? Von meiner Seite her wirklich guter Fortschritt, guter Verlauf in den letzten Wochen. Wir arbeiten jetzt mittlerweile 2 Wochen zusammen. Ich habe von Anfang an gemerkt, dass er eigentlich ein relativ, kann man so sagen, Vorzeigeprofi ist, weil er ganz viel selber tut und sie immer das Feedback einhält von mir, wie macht er die Dinge. Also von meiner Seite her der Fortschritt sehr gut. Machst du wie wunderbar? Ja. Wann ist es realistisch, dass er wieder ins Training einsteigt? Ich denke da immer wieder an Sachen, wie die Bewegungsqualität ist. Und da habe ich jetzt von Vergleich zu letzter Woche schon einen großen Schritt gesehen. Also ich sage immer, dass ich wenig in Wochen miss. Natürlich kann man sagen 4 bis 5 Wochen. Aber ich sage, wenn ich 4 bis 5 Wochen als Ziel ausgib, mache ich immer selber ein bisschen an Druck und nehme deswegen immer ein bisschen an Druck weg und sage, wir schauen uns die Qualität an. Und wenn die Qualität der Bewegung passt, dann gehen wir den nächsten Schritt. Also ich will mir Zeit geben, ich will keinen Stress machen, weil einfach die Gesundheit vorgeht, aber ich versuche alles, dass ich so schnell wie möglich zurückkomme. Das wird noch einmal Knie sagen und die Leute, die was da richtig Ahnung davon haben und so früh mich da der Trainer braucht, aber ich hoffe so schnell wie möglich. Ja. Also so klinisch, wie es die Ärzte und so anschauen, passt alles und ja, jetzt liegt es nur mehr an mir dann. Jetzt kannst du mir bergauf gehen, oder? So ist es, ja.